Ich begrüße euch auf Zelda Breath of the Wild. Oh Gott, was ist denn hier los? Wir folgen heute dem guten Yunobo, den wir im letzten Part kennengelernt haben. Und im letzten Part haben wir auch eine Erinnerung an den guten Daruk gesehen, den Recken der Geruhen. Und ja, eigentlich sollte Yunobo heute scheinbar, das ist eine alte Bahnschiene scheinbar aus einer Richtung. Was geht denn hier ab? Hi. Lalala. Etwa. Typisch Juliana Touristen. Gerade mal lauwarm. So richtig gut ist ein Bad doch erst, wenn das Wasser fast kocht. Touristen, die so feuerfest ausgerüstet sind wie du, sieht man selten. Aber Rodania solltest du dich trotzdem nicht nähern. Egal wie feuerfest du ausgestattet bist, wenn du dich mit ihm anlegst, bist du im Handumdrehen ein Häuflein Asche. Nun ja, die Brücke von Eldin kannst du eh nicht überqueren. Der Chef hat sie hochgezogen, damit Rodana nicht zu uns kommen kann. Alles klar, und was ist bei dem Kleinen hier los? Der pennt oder was? Spafel. Okay. Wie gesagt, im letzten Part, haben wir erfahren, dass, Yunobo jetzt scheinbar zu Rodania geschossen werden soll, weil er ja die Fähigkeit von Daruk hat, um ihn zu vertreiben. Und dann hat er aber plötzlich wieder Rückenschmerzen gehabt und wir sollen jetzt den guten Yunobo berichten, hey, das machen wir heute doch nicht. Ich denke mal, so wie ich ihn jetzt einschätze vom ersten Sehen her, kannst du aufhören. Vom ersten Sehen her wird ihn das freuen, weil er auf mich wie so ein typisches Weichei wirkt, aber wir werden es sehen. Vielleicht hat er auch voll Bock, dahin geschossen zu werden, im Dorf zu helfen, wer weiß. Wir werden es sehen. Gleich wissen wir mehr. So, da vorne ist irgendein Monster, das habe ich schon gesehen. Alter, was geht hier eigentlich ab? Geh weg. Das Vieh schießt Feuer aus. Ich brauche Eispfeiler. Verpiss! Hallo, was? Boah! Mann, ey, manchmal ist Link echt ein bisschen dumm. Kann das ja nicht sein? Erstmal die Wand hochklettern, während er wie so ein. Wie von so einem Flammenwerfer einfach angebrannt wird. Richtig klug, Link. Richtig klug auf jeden Fall. So, jetzt auch irgendwo wieder ein Schreien. Blink, blink. Ich habe auch keine Ahnung, wo. Hinten ist Leuchtstein. Das sieht interessant aus. Ist das irgendwas? Nee. Dieses Loch da. Dieser eine Punkt in der Mitte hat mich halt gerade irritiert. Ah, da unten ist das Schrein. Guck mal nur an. So, gehen wir da jetzt rein. Ja, komm, wir gehen jetzt rein. Hab ich Bock drauf. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Wir haben, glaube ich, noch einen Schrein, den wir noch machen können, den ich ja damals nur erstmal aktiviert habe, um mich dahin porten zu können. Ja. Den macht man heute vielleicht auch noch. Je nachdem, was jetzt Yunobo von uns so möchte. Flugdauer, Dakaka-Schrein. Okay. Das ist interessant. Der scheinbar irgendwie hochgeschossen. Was bist du? Da oben ist eine Schatzkiste. Okay, da komme ich von da nicht hin. Ah, da komme ich schon, aber muss ich ein bisschen besser fliegen. So zum Beispiel. Wundervoll. Was ist da drin? Einfach auftreten. Ein silberner Rubin. Nice. So, was passiert da? Okay. Da oben ist irgendwas. Und was macht das? Wahrscheinlich das Tor da auf, oder was? Ja, das geht mal kurz auf. Okay, und ich muss wahrscheinlich irgendwie versorgen, dass das Ding da oben dran bleibt, oder was? Nicht von dem Block zu quetschen lassen. Ich glaube, das wäre ein bisschen schmerzhaft.
Aber ist nur so eine Vermutung. Oder muss ich da vielleicht reinfliegen, während das aufgeht? Nicht wirklich. Es könnte funktionieren. Muss ich mal gucken. Aber jetzt gucke ich jetzt mal, ob ich hier irgendwie mit dem Ding vielleicht irgendwas machen. Ich glaube, es ist schon so gedacht, dass man da reinfliegt. Keine Ahnung. Ne, es ist relativ kurz. Ich weiß es nicht. Frag mich doch nicht. Ah! Nein, Link! Wusch! So. Nee, es war nicht so gut. Nee, das ist viel zu kurz. Da kann man einfach reinfliegen, glaube ich. Was soll ich dann tun? Ja, das Ding da dran springt. Kann man da vielleicht drüber springen irgendwie? Ich würde das Ding. Ah. Nee, nicht wirklich. Vielleicht mit Stasis irgendwie. Ja, man kann den Block anhalten, alles klar. Dann ist es ja einfach. Okay. War das ganze Rätsel? Mehr ist ja auch nicht. Ja, das war halt ganz cool eigentlich im Prinzip. Aber es wäre wie immer cooler gewesen, wenn es mit der TFS vielleicht noch zwei kleine Rätsel gegeben hätte. Also das gleiche Prinzip, halt nur ein bisschen anders und schwieriger vielleicht. Aber naja, egal. Ich gebe mich damit zufrieden. So, dann können wir jetzt zu Yonobo, würde ich sagen. Haben wir ja auch alle Truhen hier. Blitze werden von Metall angezogen. Ach was, Spiel. Ach was, hätte ich nicht gedacht. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, so. Im Verlauf des Spiels. Das ist komplettes Neuland für mich. Genau wie das Internet. Ja. So, gucken wir mal auf die Karte, ob wir alles haben. In dem Schrein. Ja, wundervoll. Alle Truhen. Perfekt. Ja, das war echt nicht schwer eigentlich. Ich habe bloß ein bisschen lange gebraucht, um drauf zu kommen. Egal, passt schon. So, Yonobo. Was machst du denn? Ah, du hast einen Monster angegriffen. Du hast Spaß, wie ich sehe. Ich helfe dir, keine Angst. Ich helfe dir. Komm mal her. Lauf doch mal in Eispfeil rein und... Hallo! Mann, ich will nicht alle verschwenden, du Vollpfosten, Alter. Was ist los mit dir? So, bam! Jetzt gebe ich dir mal richtig, du Trottel. Du brauchst gar nicht versuchen, mit deinem Speer auf mich zu schlagen. Den klaue ich dir jetzt nämlich, wenn ich meinen Tarplatz hätte. So. Bam. Und nochmal. Richtig geil. So. So macht man das. Genau so. Ja, okay. Kann halt nicht. Na komm, stirb. Mann, was triffst du mich denn? Ich wollte jetzt hier schön ohne Schaden durchkommen und du denkst einfach so, nee, seh nicht ein, du Trottel. Jetzt stirb, komm. Dankeschön. Das war wundervoll. Ja, du bist stark. Du hast mich gerettet. Nee, es sieht noch so aus. Was machst du denn hier, Yonobo? Was ist los mit dir? Danke, dass du mich gerettet hast. Ohne deine Hilfe hätte ich alt ausgesehen. Ach, wo bleibt unser Chef? Was? Er kann nicht? Warum das denn? Ah, die Medizin, ich fühle mich so herrlich, nicht gebracht, nichts gebracht.
Ja, ohne den Chef kommen wir hier nicht weiter. Gehen wir erstmal zurück. Wollt ihr dich in die Kanone reinstopfen oder was? Du willst hier bleiben? Wozu denn? Was? Du willst in Titan eindringen? Hältst du dich für den großen Daruk? Das ist gefährlich. Wenn man ihn vorher schwächt, wäre es vielleicht möglich. Aber warum sollte man das wollen? Ich weiß zwar nicht, worum es hier geht, aber du wirst schon deine Gründe haben. Es gibt da nur ein Problem. Der Chef hat die Brücke von Aelin ja hochgezogen, damit der Titan nicht zu uns kommt. Um zu Rodana zu gelangen, müssen wir als erstes irgendwie die Brücke wieder runterlassen. Sonst verwendet der Chef immer die Kanone, um das zu tun. Solange der Chef nicht kommen kann, bekommen wir die Brücke also nicht runter. Aha, du hast doch die Kanone vom Chef schon einmal erfolgreich eingesetzt, oder? Ja, so könnte es klappen. Wir machen es so, wie der Chef es immer macht. Nur, dass ich die Kanonenkugel bin und du mich abfeuerst. Bist du sicher? Kein Problem, ich habe ja von meinem Vorfahren Daruks Schirm geerbt. Egal wie heftig ich irgendwo gegenknalle, damit tut mir gar nichts weh. Mein Vorfahrer Daruk war ein ganz toller Krieger. Zumindest erzählt der Chef das immer. Und genau wie er kann ich Daruks Schirm einsetzen. Du brauchst dich einfach nur auf die Kanone zu stellen und damit auf die Brücke von Aelin zu schießen. Aber bitte schieß trotzdem so sanft wie möglich. Alles klar. Mach das. Ich mach das. So, dann müssen wir jetzt... Achso, ich brauche eine Waffe. Ja, so. Nehmen wir einfach mal den Steinspalter, meinetwegen. So. Sehr schön. Das ist das Falsche. Du. Da rein. Und let's go. Wo ist er jetzt hingeflogen? Ich wollte gerade sagen, was ist tatsächlich ein bisschen schwindelig? Yippie! Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann gelingt es auch. Daruks Schirm ist eine Wucht, oder? Nun gut, da vorne ist noch einmal mein Typ gefragt. Komm, wir überqueren die Brücke. Der ist schon ein kleiner Trottel. Aber ich mag ihn irgendwie. Ich mag ihn mehr als Daruks aus der Zwischensequenz heraus. Was denn? Die Brücke von Aelin ist unten. Dann los, überqueren wir sie. Alles klar. Brücke von Aelin. Brücke von Aelin. Brandgefahr extrem. Zutritt nur für Goronen. Oder mich. Ja. Weil ich's kann. Ich bin Link, ich kann alles. Oh weh, echte Drohnen sind gemeingefährlich. Wenn sie uns entdecken, wird Rodania wild, dann lässt sie den Todesberg ausbrechen. Und ich entdecke sie jedes Mal sofort. Ich hatte ein paar Mal schon mein Haar Lava-Brocken abgekriegt. Der Chef steckt diese Brocken einfach weg und stampft weiter, aber wenn du getroffen wirst, war's das mit dir. Ich will nichts falsch machen, also gib mir am besten einfach ein Zeichen, wann ich anhalten oder weitergehen soll. Einigen wir uns auf ein Zeichen. Hast du irgendeine gute Idee? Pfeifen. Pfeifen? Ah, ich verstehe. Wenn ich dich also pfeifen höre, dann halte ich an oder laufe wieder los. Auch wenn ich mir ein wenig mein Pferd vorkomme. Gut, dann gib mir durch Pfeifenzeichen, damit ich nicht von den Drohnen entdeckt werde. Ich verlasse mich auf dich. Oh Gott, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann ja heikel werden. Ich will jetzt aber nicht dafür verantwortlich sein, dass es einfach der Todesberg ausbricht. So ein Vulkan, der einfach komplett riesig ist und einfach alles zerstören könnte. Das wäre halt schon nicht so geil eigentlich. So. Okay, scheinbar.
ist man dann da drunter sicher, oder was? Komm zurück, komm zurück. Ja, okay, das geht da drunter. Komm her, schnell. Hier geblieben. Das geht drüber hinweg, alles klar. Dann ist man unter den Dingern sicher. Komm mal her, dann komm mal her, Junobo, schnell. Hier runter. So, und schnell weiter. Kommst du? Hast du das? Ja, er ist da. Schnell. Ja, ist ja gut. Meine Güte, das ist eigentlich so ein Weichei. Ist da hinter irgendwas? Nee. Aber die Felsen sind bestimmt nicht umsonst hier. Sollen wir jetzt vielleicht so einen da runterschmeißen, dass das Ding dem Felsen folgt oder was? Komm. Oder den Face quasi als Schutz benutzen? Ich weiß es doch nicht. Scheiße, jetzt sind die Felsen weg. Bleib mal da. Ich will mal hier rum. Ich will eigentlich schieben und nicht darauf hier Link. Weißt du das? Kann ich ihn nicht schieben? So, hoffentlich bringt das irgendwas. Der ist da jetzt durchgegangen. Schön, was. Was soll ich jetzt tun? Kann ich einfach ins Auge schießen? Du nervst nicht. Ja, das bemerkt das Ding scheinbar nicht. Ist ja praktisch. Ich hab genug Pfeile, mein Freund. Ich habe sogar den stärksten Bogen. Vielleicht einen Elektropfeil. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Das soll bestimmt nicht so gemacht werden. Da oben sind auch Steine drauf. Okay, okay. Dann vielleicht einen auf das Ding runterschmeißen. Oder halt auch nicht, weil ich zu dumm dafür bin. Ja. Oh Gott. Sehr schön. Bereit! Dann kommen wir mit Junobo. Wir schaffen das hier. Hoffe ich zumindest. Das ist echt cool gemacht irgendwie. Das gefällt mir. So, euch soll ich bestimmt abschießen, oder? Kommst du noch, Junobo, ja? Bam. Was tust du? Nicht doch du! Oder war da kein Felsen drin? Das ging ein bisschen schief. Kommst du zurück? Ja, kommst du. Komm mal rein, genau, so ist gut. So. Ich konnte nicht zünden. Jetzt aber. Ah, das war knapp. Das war knapp. Man sollte auf Rudania schießen. Ich dachte, man soll die Viecher da treffen. Och nein.
Hände. Oh, nee, ey. Es ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Ich schieße mich da dumm und dämlich und versuche irgendwie die Viecher zu treffen und... Ach, Mann. Schafft er es noch rechtzeitig? Oh, komm her! Scheiße! Ich wusste nicht, was ich vielleicht da jetzt machen soll. Och, Mann. Heilige Scheiße! Ja. Ich beschütze dich. Tu das. Schnobo, lebst du noch? Komm, beweg dich! Komm doch! Oh Gott, Alter! Schnobo! Herr Typ. Das ist echt ein Abenteuer mit dem hier. Sowas kommt jetzt hier. Ja, gut. Was soll ich hier tun? Da ist eine Kiste. Die irgendwas damit zu tun. Kann man die Metallplatten da aufheben? Ja. Okay, was soll man jetzt mit denen machen? Ich versuche mal. Kriege ich die da hoch? Ja. Oh Gott, sie läuft wieder runter. Yonobo, alles okay bei dir? Lebst du noch? Rein aber da oben. Das kann aber bestimmt jetzt hier das Ding abflocken, oder? Ja, genau das habe ich nämlich vor. So, das machen wir jetzt noch ein bisschen ordentlich. Das auch nicht irgendwie runterfällt oder so. Perfekt. Komm mit, Yonobo. So, oh, so viel. Nice. Sehr schön. Gut. Jetzt hier weiter, oder was? Da eine Löschechse. Oh nein, es sind sogar Monster. Komm, geh einfach weg. Ich brauche ein stärkeres Schwert. Was hat er gerade getan? Lebst du noch? So. Tschüss. Dein Job ist mir auch gerade ehrlich gesagt ziemlich egal. Hallo, noch mehr Legen bitte. Also eine Kanone, sehr gut. Diesmal weiß ich auch, dass man auf Varudania zielen muss. Ja? Mann, das konnte ich halt nicht wissen. Ich bin so doof manchmal. So.
wir haben noch mehr getroffen. Dank Daruks Schirm versorgt nicht weh. Mein Vorfahr muss ein toller Typ gewesen sein. Wenn wir weiter so schwächen, gelangen wir bestimmt bald ins Innere. Wir haben es fast geschafft. Yay. Und mit wir gelangen ins Innere meinst natürlich mich, habe ich recht? Als ob du damit reinkommst. So, bleib mal kurz hier. Bis wohin geht... Achso, das kommt hier gar nicht her. Das kreiselt da umher. Okay. Ha, bleib da! Was soll ich dagegen tun? Hier ist wieder ein Fels mit dem irgendwas. Ha. Ah, das war nicht so wirklich, was ich wollte. Vielleicht hier oben irgendwas. Nicht wirklich. Ich weiß nicht, was gewollt ist. Kann ich einfach mal so einen Pfeil auf die schießen? Ja, durch die anderen direkt, alles klar. Du fliegst hier so lang, okay. Sehr schön. Gut. Dann kann Yunobu auch wieder ankommen. Kommst du? Bin auf dem Weg. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was man da eigentlich machen sollte. Ich habe es auf meine Weise gelöst. Ist hier nochmal das Gleiche? Sieht so aus. Ich wechsle mal meinen Bogen, weil er gleich zerbricht. Das will ich eigentlich nicht. Also, dass er dann irgendwie den Pfeil nicht ordentlich abschießt oder sowas, weil wir es schon mehrmals hatten. So hier, geht das? Ja, ein bisschen weiter so, keine Ahnung. Bam. Ich weiß nicht genau, was man eigentlich machen soll, aber wie gesagt, ich mache es einfach mal so. Shit! Scheiße, was bin ich so dumm? Wieso benutze ich den? Ich habe gesehen, dass es nicht gepasst hat. Wieso habe ich den benutzt, den Pfeil? Wieso? Wie dumm bin ich eigentlich? Wie lange kann ich noch laufen? Noch ein bisschen. Wie soll ich jetzt an den beiden vorbeikommen? Scheiße. Ich habe keine Ahnung. Nein! Nein, meine Kiste! Ich wollte mit der Kiste erschlagen, wenn das überhaupt geht, keine Ahnung. Ja. Sehr schön.
Oh Gott, roll nicht runter. Ey, das ist echt krass hier. Wo ist Honobo? Ach da. Komm her. Schaffst du das? Oh Gott, fall nicht in die Lava rein, Honobo. Ich brauche dich noch ein bisschen. Ich glaube, es kommt gar nicht mehr so viel. Es kommt gar nicht mehr so viel jetzt. Ich hoffe es zumindest nicht. Da oben sind halt noch Monster, aber. Ja, das kriegen wir schon hin. Oder sollten wir hinkriegen, im Prinzip. Honobo, heul nicht. Ah, Gott, Hilfe. Schrei nicht so. Tschüss. Schrei nicht so rum. Du weißt, ich bin Profi, ich kann das hier. Ich kann mit dem Spiel umgehen, so halbwegs zumindest. Jetzt habe ich nicht dein scheiß Schild geschlagen. Dankeschön, Nobo. Dankeschön für deine... Ah! Achso, ich hatte voll die anderen Katzen noch, die weggegangen sind jetzt dadurch. Oh Gott, Hilfe. So, ich brauche eine andere Pfeile. So, bam, das war richtig geiler Schaden. So, und tschüss. Richtig gut. So. Nur noch ein bisschen, wir können ihn vertreiben. Das klang gerade ein bisschen krasser, als es klingen sollte. Ich hoffe mal, das ist das letzte Mal. Oh ja, sieht so aus, weil es ist ja kein Weg mehr, der irgendwie weiterführt. So. Und... Bam! Zurück in den Krater geflüchtet. Das ist deine Chance. Jetzt oder nie. Lange nicht gesehen, Bruder. Ich habe nie die Hoffnung verloren, dass du dich mal hier blicken lässt. Du bist sicher hier, um Rudania von Ganon zurückzuholen, oder? Dann musst du zuerst mal die Karte in die Finger kriegen, die den Aufbau des Titanen zeigt. Das ist der Leitstein, der die Karte enthält. Gut.
Das war eine ziemlich coole Sequenz. Hat mir besser gefallen als die mit Sidon. Dafür war die Musik bei der mit Sidon um einiges geiler. Im nächsten Part von Zelda Breath of the Wild wollen wir uns dann Barudania komplett anschauen. Wahrscheinlich, wie wir es bei Aruta auch gemacht haben. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Zelda Breath of the Wild wieder. Bis dann und ciao, euer V-Road. Tschüss.